Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Es gibt mal wieder ein paar Sachen, die angesprochen werden müssen. Und zwar geht es konkret darum, dass ich gestern versucht habe, einen Live-Let's Play von Layers of Fear zu machen, nachdem ich ja schon einige Schwierigkeiten hatte mit der Elgato in jeglicher Hinsicht, sprich das zum Laufen kriegen, dann Tonschwierigkeiten, hin und her und Hick und Hack und auf jeden Fall... Das hauptsächliche Problem ist jetzt das, es war scheinbar so, dass die Flashback-Funktion, die es ja gibt, um quasi nachträglich Sachen aufzunehmen, nur eine Zeitspanne von 2 Stunden etwa in diesem Puffer hält. Das Live-Let's Play aber 3,5 Stunden ging, so dass die ersten 1,5 Stunden verloren sind. Und insofern habe ich das Ganze jetzt nur auf Twitch highlighted, aber es wird nicht mehr als angedachtes Live-Let's Play auf YouTube erscheinen. Es tut mir sehr leid, aber andererseits, nachdem, wie es halt gestern war, es war halt auch nicht wirklich gruselig, weil viel verpufft ist an mir, da ich es schon als Early Access-Titel gespielt habe und da nur bedingt neue Sachen reinkamen, sehe ich es auch nicht als großen Verlust an. Ein bisschen schwieriger oder ein bisschen umständlicher wird das dann werden oder würde es werden bei den Sherlock Holmes Sachen, die ich ja auch als Live-Let's Play gerne oder generell würde ich auf Live-Let's Play allgemein umsteigen. Also sprich alles wirklich bei Twitch vorab zu zeigen und danach halt die Folgen auf YouTube separat nochmal hochladen. Das bedeutet aber, dass ich dieses Problem mit dieser 2-Stunden-Spanne ein bisschen besser in den Griff kriegen muss. Dann gibt es auch noch ein paar andere Probleme, etwa das... Wechseln von Szenen klappt noch nicht so ganz gut. Ich meine, ich habe kein Problem damit, meinen Desktop zu zeigen. Ich habe da jetzt keine Geheimnisse drauf. Vor allem den Teil, den ihr seht, da sind eh nur alle Spiele und ein paar Programme. Das ist jetzt, oh Gott, meine Güte. Aber es ist halt einfach so, dass ich es ein bisschen nervig finde, wenn das Ganze nicht so vernünftig überblendet. Und da muss ich jetzt mal nach... Ich sag mal, nach neuen Methoden suchen oder ich muss mal schauen, ob ich da die Elgato mit OBS irgendwie kombiniere, ob ich dann die Elgato, so schmerzlich es ist, weil es war halt ein teures Teil, was ich mir gekauft habe, dann weglasse und vielleicht die Elgato eher zum Stream von Konsolenspielen dann in Zukunft benutze. Muss ich mir mal halt alles überlegen, wie ich da ein bisschen jetzt weiter vorgehe. Also ich werde sie jetzt behalten, ich werde sie nicht zurückschicken, aber es ist ein bisschen echt ärgerlich, da ich mir doch was anderes drunter vorgestellt habe oder mehr versprochen habe, ich weiß es nicht. Naja, insofern, also bastel ich und hantiere ich noch ein bisschen rum für die Live-Let's Plays. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dann fertig werde jetzt, um das Testament des Sherlock Holmes schon zu übernehmen als Live-Let's Play. Es kann also sein, dass das dann doch vielleicht wieder noch als normales Let's Play erfolgt. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, und im Grunde war es das auch schon. Also ich wollte wirklich nur so ein kurzes Update zu der Situation mit den Live-Let's Plays geben. Auf lange Sicht ist das halt mein Gedanke, dass es dann wirklich so drauf hinausläuft, von Konsole aus an Wochenenden, also Freitag, Samstag Stream, weil da habe ich ja auch, da liegt ja immer noch seit 2 Monaten jetzt brach Disgaea und das... Assassin's Creed, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, inwieweit ich Assassin's Creed... Ich werde es wahrscheinlich doch fertig streamen, zumindest die Story. Und das war's dann, aber es ist jetzt echt kein... kein wirklich spannendes Spiel, muss ich sagen. Also es, ich... Unity als mein erstes Assassin's Creed hat mich da doch deutlich mehr von den Socken gehauen. Wenn es auch in der Reihe sicherlich nicht eins der besten Assassin's Creeds war. Und dann, jetzt wollte ich, worauf wollte ich hinaus? Genau, Freitag, Samstags dann eher so von der Konsole streamen und dann so Dienstags, Mittwochs Live-Let's Plays machen. Also entweder Dienstag oder Mittwoch oder wenn es 2 Live-Let's Plays sind und, also sprich Dienstag und Mittwoch. Das weiß ich alles noch nicht. Also das sind nur so die groben Rahmen, die ich mir gesetzt hätte, weil das einfach meistens für meinen Terminplan am besten zusammenkommt. Ich muss mal schauen, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen mit OBS rumspielen, wie es da funktioniert mit dem Stream und parallel aufnehmen, ob das auch mein Rechner so mitmacht. Eigentlich ist er schon kräftiges Bürschchen, aber ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es wirklich mal an einem kleinen Spiel ausprobieren, dass ich mal irgendwie einen Abend streame, irgendein kleines witziges Spielchen und dann mal gucke, ob es vernünftig aufgenommen hat, wo es für mich halt nicht schade ist, wenn es hinterher nur als Stream existierte
und als Let's Play halt eben dann nicht existent ist. Also so Spiele müsste ich da mal ausprobieren für. Ja, das war's eigentlich schon. Das wollte ich eigentlich nur kurz mitteilen. Ich hoffe dann einfach mal, dass ihr gerade Spaß habt mit dem, was ihr so gerade zockt. Spaß habt an meinen Let's Plays, an meinen Streams und sage dann Cheerio, the King has left the building.